Ende, lasst uns Gott danken und preisen für diesen 28, für diese 28. Episode des Kurses Catena Aurea. Catena Aurea bedeutet goldene Kette. Es sind die goldenen Glieder, die Werke der Kirchenväter. Der Heilige Geist hat den Kirchenvätern die Geheimnisse der Heiligen Schrift geoffenbart. Lasst uns beten, bitten und uns selbst darbringen in einer demütigen Weise, denn was wir wissen, ist nur ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist wie ein Ozean. O Herr, wir bringen uns selbst dar in großer Demut deiner großartigen Weisheit, was kein Auge gesehen hat, was keine Ohren gehört hat und was das menschliche Herz nicht empfassen kann. Solche geheimnisvolle Dinge hast du durch die Schrift geoffenbart. Das ist der Rückgrat des gesamten Universums. Durch Glauben haben wir verstanden, dass das gesamte Universum durch das Wort Gottes erschaffen worden ist. Das Wort ist Jesus Christus. Und dieses Wort wurde den Kirchenvätern geoffenbart. So beten wir. O Kirchenväter, ihr seid die Genies des Wortes Gottes. Ihr seid die Kirchenlehrer. Offenbart uns ein wenig von diesem großen Schatz, von diesem großen Ozean. O heiliger Ambrosius, bitte für uns. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Hieronymus, bitte für uns. Heiliger Johannes Chrysostomus, bitte für uns. Heiliger Basilius, heiliger Athanasius, betet für uns. Heiliger Remigius, bete für uns. Heiliger Hilarius, bete für uns. Heiliger Gregor, bete für uns. Heiliger Leo der Große, bete für uns. Lass uns zu all diesen Heiligen, all diesen Heiligen bitten und lass uns mit diesen Heiligen verbunden sein, dass diese Episode, die wir heute behandeln werden, uns etwas offenbart. Große Dinge, die wichtig sind für unser Leben. O heiliger Thomas von Aquin, der dieses Werke gesammelt hat, ein großer Kirchenlehrer, ein großer Theologe und Philosoph und ein großer Mystiker und ein großer Lehrer. Er ist der Patron der Kirchenlehrer. Bete für uns, dass wir diese Dinge lernen, nicht um einen Abschluss zu erlangen, einen theologischen Abschluss, ein Diplom oder einen Doktortitel, sondern für unser Leben, für ein christliches Leben. Wir lernen dies, um ein christliches Leben zu führen. Deswegen ist unsere Zuhörerschaft hauptsächlich Familien, Ehemann und Ehefrau, ebenso auch die Jugend. Wir haben nun verstanden, dass diese Lehre nicht für ordensangehörige Priester oder Schwestern ist. Wir konzentrieren uns auf die Laien. Mit diesem Verständnis machen wir jetzt auch weiter. Mit diesem Verständnis bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns ein öffnendes Wort gibt. Jesus hat gesagt, er gibt uns ein Wort, das uns helfen wird, die Schriften uns zu eröffnen. Denn wir können die Schrift nicht so alleine so verstehen. O Heiliger Geist, o Jesus, gib uns dieses Wort. Gib uns ein Wort.
Ja. Lukas 15, Kapitel 15, Vers 31. Wir haben dieses Wort auch bekommen durch eine gemeinsame Gebetszeit. Lukas Kapitel 15, Vers 31, wo der verlorene Sohn zurückkehrt und der Vater zu dem ältesten Sohn spricht. Der älteste Sohn hat den Vater kritisiert. Ich bin doch die ganzen Jahre bei dir gewesen wie ein Diener, habe Tag und Nacht gearbeitet, habe all deine Gebote befolgt und du hast dich nicht gekümmert, dass du mir ein Lamm gegeben, dass ich das mit meinen Freunden feiern kann. Nun kommt dieser Sohn, der dein gesamtes Reichtum zerstört hat, mit den Prostituierten und Spielern. Wenn er zurückkam, hast du ihm so ein großes Fest gegeben. Was bedeutet dies? Und der Vater antwortet: Das ist das Wort. Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist auch dein. Das ist also dieses eröffnende Wort für die heutige Episode. Mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was mein ist auch dein. Lass uns dieses Wort empfangen und annehmen. Dieses Wort wird auf geheimnisvolle Weise unseren Verstand öffnen, um die Schrift zu verstehen. Mein Sohn, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist auch dein. Alles, was mein ist auch dein. Danke. Danke, Herr. Unser Thema heute ist eine Weiterführung mit des Themas Christus ist Salomon. Heiliger Paulus sagt ja, er ist unser Friede. Wir haben verstanden, ich mache jetzt eine kleine Wiederholung. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich nochmal etwas wiederhole. Diese Wiederholung soll das Thema von heute mit dem gestrigen Thema verbinden. Christus ist Salomon. Im Stammbaum gibt es diese Personen, Abraham, Isaak und Jakob. Das war am Anfang. Über den Ursprung der Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Dann kamen wir eine weitere Ebene des Stammbaums oder der Tugenden. Das sind die, das ist bei Juda, Peres und Tamar. Juda, Tamar und Peres. Das geht um Bekennen, den Glauben zu bekennen, die Sünde zu bekennen. Und dann Peres bedeutet ja auch Teiler. Er teilt. Das bedeutet die Teilung zwischen dem Guten und Schlechten. Wenn jemand aus seiner schlechten Angewohnheiten und dann heilig wird. Wir haben auch noch noch einige Begriffe gelernt. Die mystische Bedeutung und die allegorische Bedeutung. Die erste Ebene der Tugenden ist Abraham, Isaak und Jakob. Das war die erste Ebene, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber im Stammbaum hat sich das dann weiterentwickelt. Und so geht es weiter. Und wir sind dann zu dem Wort Gottes, Boas, Ruth und dann haben wir den Stammbaum der Könige, in den Stammbaum der Könige durchgegangen. Die nächsten 14 Generationen waren die königliche Abstammung, der königliche Teil der Abstammung. Der königliche Teil der Abstammung ist tatsächlich die stärkere Seite, denn die ersten 14 Generationen
Denn David ist der Gesalbte. Und David ist Christus. Und wir haben sehr viel dann gelernt über dieses Thema gesprochen. Und auch viele Danke für die Antworten und die Mitteilungen, die ihr mir geschrieben habt. Sie hatten vor ein wenig einige Unklarheiten über David. Und diese Unklarheiten über David haben wir dann geklärt. David ist Christus in Bezug auf der Salbung. Und dann kommt Salomon. Also nach dem Stammbaum der Patriarchen, die ersten Personen, kommen die königliche Abstammungslinie, wo es man diese zwei Könige betonen sollte. Das ist also David und Salomon. Hier könnt ihr sehen, am Anfang haben wir Glaube, Hoffnung und Liebe erkannt. Das ist also mehr die Früchte des Heiligen Geistes. Und hier kommen die Gaben des Heiligen Geistes. Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Wir wissen, durch Jesus, Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei mit euch. Diese Erfahrung der Dreifaltigkeit Gottes hat verschiedene Aspekte, beinhaltet verschiedene Aspekte. Und viele können wir schon erkennen, im Stammbaum schon erkennen. Und in diesem würde ich euch empfehlen, ist ein der Aspekt der Weisheit, Erkenntnis und des Verständnisses. Ich werde jetzt ein wenig ausführlicher das Thema behandeln. Ich hatte ein wenig Zweifel, es gab auch ein bisschen Kritik, aber ich habe auch Klarheit erhalten aus den Antworten, die ihr mir geschrieben habt. Ich habe dabei erkannt, oder durch eure Antworten erkannt, dass dieses Studium ist nicht geeignet für Priester und Schwestern, also für Ordensangehörige, jetzt für die Allgemeinheit, für Familien eher. Also ich bitte dich auch, wenn jetzt Priester oder Schwestern, die schon Theologie gelernt haben, die brauchen jetzt hier nicht an diesem Kurs teilzunehmen und es wäre besser, sie auch nicht hier dran teilzunehmen. Denn ich habe aus den Antworten geschlossen, dass Familien, Jugend, als ein Familienvater und Familienmutter ist es unsere Pflicht, diesen geistigen Schatz zu erhalten, sodass es sich überträgt auf unsere Kinder. Und so wird die Menschheit ein neues Verständnis bekommen und ein tiefes Verständnis der Schrift erhalten. Also fassen wir jetzt noch zusammen. Der Kurs ist für das christliche Leben, das Leben als Christ, für die Laien. Viele haben mir geschrieben, dass diese Art, wie ich das erkläre, oder mich auch gebeten, dass ich das so weitermache, denn das funktioniert ganz gut und passt so zu unserem, zu dem praktischen Leben. Und deswegen kommen wir da auf einer gleichen Ebene. Deshalb waren die Vorschläge von einigen, die ich sehr gut kenne. Und diese Vorschläge nehme ich mit auf und die sind auch gültig, speziell auch von Familienangehörigen. Wir haben verstanden, also dass unter diesem Aspekt David ist Christus und Salomon ist Christus. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, durch Salomon hat uns Gott gezeigt, die Vitalität der göttlichen Weisheit, wie wir als Christen die Bestimmung erfüllen, unter welche Gott uns erschaffen hat, also aus dem Betrachtungswinkel der Schöpfung, aus dem Standpunkt der Schöpfung, wofür hat uns Gott uns erschaffen? Gott hat uns erschaffen. In der heutigen Predigt des Papstes Franziskus war das Thema Weltlichkeit. Jesus hat oft am letzten Abendmahl gesagt, die Welt wird euch hassen, weil sie mich hassen. Die Liebe zur Welt ist gegen die Liebe zum Vater.
die Weltlichkeit. Er bezog sich auf den heiligen Paulus Lehre auf dem Areopag. Am Anfang waren alle Zuhörer begeistert, aber dann, als er über Kreuz und Auferstehung sprach, dann waren alle empört. Also, wenn wir über unsere Geheimnisse, über unser Leiden reden, über tiefes Verständnis, unser tiefes Verständnis der christlichen Geheimnisse, werden auch über uns viele Leute empört sein und die können es nicht akzeptieren. Das ist auf der anderen Seite ist ein Fehlen der Weisheit Gottes, eine Weisheit, Fehlen der Erkenntnis Gottes, ein Fehlen des Verständnis über Gott. Also Salomon war friedvoll. Warum war er friedvoll? Obwohl er so starke Sünden hatte. Aber er hatte ein Vertrauen an dem Herrn. Und Gott hat direkt mit ihm kommuniziert. Gott hat zu ihm direkt gesprochen. Seht, es gibt zwei Wege, wie Könige im Kontakt mit Gott waren. Sie waren mit dem Herrn in Kontakt über Propheten oder ebenso auch direkt. Wir haben ja schon das Beispiel gehört aus der Bibel, der Situation des Hiskia. Der Prophet ist gekommen und hat ihm gesagt, der Gott hat den Prophet geschickt, dein Leben geht jetzt zu Ende, du wirst jetzt sterben. Aber Hiskia hat sich direkt sich an Gott gewandt. Ebenso können wir sehen, an vielen Beispielen, so bei David, wurden die Propheten vom Herrn ausgewählt, um die Könige anzuleiten und zu führen. Prophet Samuel und Prophet Nathan. Aber im Beispiel von Salomon sehen wir, vielleicht halfen ihm Propheten auch für ein Beispiel, aber der Herr hat ihn direkt besucht, hat direkt mit ihm gesprochen, ist ihm erschienen und sagte ihm, was möchtest du? Was auch immer du fragst, das werde ich dir geben. Es passt sehr mit dem Wort Gottes heute. Der Vater sagt seinem Sohn, alles, was ich habe, ist deins. Nun frag, was möchtest du? Halleluja. Was werden wir an seiner Stelle fragen? Was werden wir fragen, wenn der Herr uns fragt, was möchtest du? Ich werde jetzt nicht etwas ausführen oder anführen. Selbst, also diese Gruppe, die jetzt hier teilnimmt, werden sicherlich sagen, gib mir Gott, gib mir die Fülle der Gnade, gib mir Weisheit. Wir haben verstanden, das ist vielleicht eine kleine Wiederholung. Salomon, gib mir Weisheit, gib mir Verständnis. Oh mein Gott, wir haben nie so gedacht. Gib mir Verständnis. Ich bin ein junger Mensch. Das Königreich, das mir aufgetragen wird, für das ganze Israel, das ist der größte Dienst in der ganzen Welt. Aber ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehe. Gib mir Verständnis, Erkenntnis und Weisheit. Ich glaube, dies ist eine sehr wichtig für jeden von uns, aufgrund von unserer eigenen Verantwortung, die wir ertragen. Ja, die Verantwortung wurde auf den Salomon übertragen als König Israels. Aber nicht jeder kann jetzt König Israels werden. Aber wir tragen ja unsere Verantwortungen, vielleicht in einer kleinen Weise. Aber diese Verantwortung, können wir die verstehen, die wir da tragen?
Können wir richtig verstehen unsere Berufung? Es ist im Verstehen unserer Berufung, wofür werde ich gerufen? Wofür werde ich gerufen? Wozu werde ich gerufen? Als Familienvater, als Familienmutter, als Mutter von 9 Kindern, ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin, seine Mutter, und sie trägt jetzt gerade das 9. Kind. Sie sagt, ich höre jeden Tag die Catena Aurea, das Kieseskind. Das ist das Reichtum, das ich durch dieses Kind erhalten werde. Das ist ihre Berufung. So, jeder von uns hat einen Ruf, eine Berufung. Wie Salomons Ruf. Und all dies steht in Verbindung mit Christus. Wir brauchen dieses Verstehen, dieses Verständnis. Ein Verständnis, um unsere Leiden zu verstehen. Ein Verständnis, um unsere Verantwortung, die wir tragen, zu verstehen. Ein Verständnis, um die Geheimnisse Gottes zu verstehen. Lasst uns jetzt in einem Moment beten. O Heiliger Geist, hilf mir zu erkennen, meinen Ruf zu erkennen. Salomon hat gebetet, O Herr, gib mir dieses Verständnis, diese Erkenntnis. Und wir wissen, Gott hat Salomon die gesamte Weisheit gegeben, denn es steht, keiner sonst hat so eine Weisheit besessen, wie Salomon gehabt hat. Das steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 1. Kapitel 1. Gott war so glücklich über sein Gebet. Und Gott hatte ihn dann nicht nur die gesamte Weisheit zu geben, sondern auch mehr als sonst. Der Herr war, 1. Buch der Könige, Kapitel 3, Vers 10. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Da antwortete ihm Gott, weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. So, wir wissen, er hat es erhalten. Das ist das erste Element, das ist das erste Element des christlichen Lebens. Deswegen sage ich, dies ist alles für unser christliches Leben. Ich habe schon erwähnt über die Weisheit Salomons aus dem Buch der Weisheit, aber wir müssen auch verstehen, dass in der Heiligen Schrift gibt es 5 Bücher über die Weisheit. 5 Bücher über die Weisheit. Das ist das Buch der Weisheit, die Psalme, das Buch Hiob, das Hohelied der Liebe, die Sprichwörter. Wenn ich jetzt zähle, kommen jetzt auch mehr als 5. Und Jesus Sirach, das sind alles Bücher der Weisheit. Alle die Bücher dieser Weisheit sind verbunden mit einem Buch. Das ist Jesus selbst und der Heilige Geist. Jesus selbst bezog sich auf die Weisheit Salomos und er sagte auch, dass es etwas Überlegeneres gibt. Er sagt in Lukas Kapitel 11, Lukas Kapitel 11, es geht um das Gebet vom Vater Unser. Dort steht, Vers 31, die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn
Sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Seht, hier erwähnt Jesus sehr schön, eine Königin ist gekommen, um die Weisheit Salomos zu sehen. Wir können erkennen, in der christologischen Bedeutung, Salomon ist Christus und die Königin ist die Kirche. Die gegenwärtige Kirche ist diese Königin, das Volk Gottes, die Braut des Königs. Worüber sollte sich die Braut des Königs Sorgen machen? Sie sollte eifrig sein, was der Bräutigam hat. So sagt der Bräutigam, alles, was ich habe, ist deins. Die Kirche ist eine Mutter. Die Kirche ist eine Königin des Königs. Diese Königin ist gekommen, um die Weisheit Salomos zu sehen. Und Jesus sagte, aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Wer ist das? Das ist Jesus selbst. Jesus Christus ist Salomon. Christus ist der, der die Weisheit Salomo gegeben hat. Christus ist größer als Salomo. Dieser Christus ist mit uns. Und wir sind die Königin. Aber worauf schauen wir oder wonach suchen wir? Suchen wir nach alles für das, alles, was Gott uns geben möchte? So wie der älteste oder älteste Bruder des verlorenen Sohnes, der sagte, hey, du hast nicht mal ein Lamm für mich geschlachtet. In dem Gleichnis, Lukas Kapitel 15, verlorenen Schaf und von dem verlorenen Drachme, ist der ältere Bruder, der zu Hause war. Jesus selbst hat sich auf und hat die Weisheit Salomos gerühmt. Und was bedeutet das für uns? Auch wenn Salomo jetzt ein sehr weiser Mann war, was bedeutet das für uns? Die Bedeutung für uns ist, es gibt einen, der größer ist als Salomo. Salomon war im Stammbaum in diesem Stammbaum von Jesu. Und es steht geschrieben, es gab kein. Der Herr Gott sagte, sieh, ich gebe dir so ein weises und verständiges Herz. 1. König, Kapitel 3, Vers 12. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben. Ist es nicht wundervoll für ein christliches Familienleben? Für ein christliches Familienleben? Du kriegst alles, auch für das, wofür du auch nicht gefragt hast. Wenn du um Weisheit fragst, Verständnis, dann bekommst du auch alles andere. Halleluja. Und zusätzlich gebe ich dir, aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben. Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Die Weisheit, Verständnis und Erkenntnis, Kraft, Mut, alles dies sind ein Teil dieser Familie der Weisheit. Ich werde noch ein
Weiteres Beispiel, in dem zitiert im Buch der Könige ist, genannt wird, sein Urteil als ein König. Ein sehr schönes Beispiel ist gegeben, ihr kennt es vielleicht. Es kamen zwei Frauen, die haben sich gestritten. Es ist im gleichen Kapitel 3. Es kamen zwei Frauen. Sie haben sich um ein Kind gekämpft. Steht hier geschrieben, zwei Dirnen sind gekommen. Sie waren in einem Haus und sie hatten Kinder. Jeder von ihnen hatte ein Kind. Eine Frau hat in der Nacht geschlafen, hat sich fälschlicherweise auf das Kind gedreht im Schlaf und hat das Kind erdrückt und das Kind starb. Und sie hat dieses Kind genommen, das tote Kind, zu der anderen Frau gebracht und hat das Kind ausgewechselt mit ihr Kind. Und als sie aufwacht, sah sie, dass das Kind tot war und sie erkannte, das ist nicht ihr Kind. Und so entstand dieser Streit. Und sie gingen dann zuvor Gericht. Vor dem Gericht Salomon. Er ist der Richter. Da ist ein Kampf. Eine Frau sagt, das ist mein Kind. Dieses lebendige Kind ist mein Kind. Das tote Kind gehört ihr. Das ist mein Kind. Die andere Frau sagte, das ist mein Kind. Das tote Kind gehört der anderen Frau. Das ist nicht mein Kind. Ich sollte mein Kind zurückbekommen. Also um dieses eine Kind kämpfen jetzt diese beiden Frauen. Alle beide sagen, dass das Kind gehört ihnen. Salomons vor dem Gericht Salomon steht dort, viele Weisen und Berater stehen dort. Die Minister sind dort und alle wollen genau wissen, wie dieser Fall ausgeht. Und das ist die Weisheit Salomos. Er sagte zum Soldaten, gib mir ein Schwert. Ich werde dieses Kind in zwei schneiden und teile sie auf und gebe denen jeweils eine Hälfte. Und als er beginnen wollte, hat die richtige Mutter gefleht, töte mein Kind nicht, gib ihr das Kind. Nee, gib ihr das Kind, aber töte das Kind nicht. Die andere Frau sagte, doch, töte das Kind und gib die beiden Teile an beide. Und nun sagte der König, gib das Kind dieser Frau, welche gesagt hat, sie töte es nicht, denn sie ist die wirkliche Mutter. Und das steht in der Bibel. Wofür? Ein kleines Beispiel über, wie Salomon die Welt regiert hat mit der göttlichen Weisheit. Da gibt es auch einen weiteren Fall. Die Königin von Saba wollte, wie Salomon sein Urteil fällt, wie er unterscheidet. Sie brachte zwei Gebinde an Blumen und sie waren identisch. Der eine ist künstlich und der andere ist natürlich. Die Frage ist, welcher ist natürlich und welcher ist künstlich? Waren ganz ähnlich, keiner konnte es unterscheiden. Sie haben gleich ausgeschaut. Diese beiden Bouquets dieser Blumen waren jetzt vor Salomon.
Und Salomon sagte, wartet einen Augenblick. Und er wartet darauf, dass etwas geschieht. Er wartet auf eine Fliege. Und dann kam ein Schmetterling. Ein kleines Insekt ist hineingeflogen und flog zu der wirklichen zum Blumengesteck. Und der Schmetterling ging nicht zu dem künstlichen Blumengesteck. Schaut, dies sind die richtigen Blumen. Das ist die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes ist uns gegeben. Das ist das, was der Vater sagt zu seinem Sohn: Mein Sohn, alles, was ich habe, ist deins. Alles, was meins ist, ist deins. Also, ich denke, das genügt jetzt für den Fall Salomon, für die Erklärung des Salomons, des Begriffs Salomons als Christus. Und viele fragen mich auch, oder fragten uns, warum, obwohl er so ein weiser Mann war, er hatte viele sündhafte Beziehungen und er hatte auch Anbetung falscher Götter. Und letztendlich ist sein Königreich, seine persönliche Beziehung zu Gott ist dann zusammengebrochen. Das ist ein Weg, haben wir zu verstehen. Das habe ich auch schon an anderer Stelle erwähnt. Die Sünde kann nur weggehen durch einen Erlöser, durch das Kommen des Messias. Ob es nun ein König ist oder ein gewöhnlicher Mensch. Die Sünde der gesamten Menschheit kann nur vernichtet werden durch Jesus Christus. Jesus' Heilsplan war nur zu der Zeit noch nicht gekommen. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, am Ende der Regierung Salomons begann der Niedergang Israels, der israelitischen Könige. Dann sehen wir, am nächsten König war ein dummer König. Genau gegensätzlich zu Salomon. Und dann schrittweise sehen wir dann, woran die Könige haben sich Gott entfernt. Und sie waren schrecklich sündhaft. Aber wir können darüber auch nicht sprechen. Zu dieser Zeit wurden sie attackiert. Und sie wurden in die Gefangenschaft, ins babylonische Exil geführt. Und 70 Jahre waren sie im babylonischen Exil. Und dann, zu dieser Zeit, habt ihr das gängige Wort des Ezechiels gehört. Ezechiel sagt, die Prophezeiung des Ezechiels, der sagte zu Ezechiel, sagt den Israeliten, dass geht zu den Gebeinen und die Gebeine sollen sich aufrichten. Ezechiel, erzähle den Gebeinen, sprich zu den Gebeinen, verkünde den Gebeinen. Ich habe exakt dieses Kapitel bekommen. Ezechiel Kapitel 38, es muss Kapitel 37 sein. Exakt dieses Wort. Die Vision der Gebeine, der ausgetrockneten Gebeine. Wer die also nicht gelesen soll, den Kapitel 37 lesen. Dort steht, geschieht genau in der Zeit des babylonischen Exils. Gott sagte Ezechiel, die ausgerückten Beine, hört das Wort des Herrn und habt Fleisch an euch. Dann hörte ein Geräusch und die Gebeine rückten zusammen und die Gebeine richteten sich auf und Fleisch umgab sie und sie wurden wie eine Armee. Das war der Tat während des babylonischen Exils.
Die Israeliten sind niedergefallen, in der schrecklichen Weise. Aber Gott hat sie nicht verlassen. Gott hat Propheten gesandt und sie waren motiviert. Dieses Tal dieser Gebeine war die Situation des Exils, des babylonischen Exils. Und haben sie mit Fleisch bezogen und sie sind auferstanden. Und sie kamen heraus aus der Sklaverei zu dem Sieg. Und sie kamen aus dem babylonischen Exil heraus in ihr eigenes Land. All dies müssen wir zeitlich verstehen. Das war der Niedergang des Königreiches. Aber allegorisch gesehen ist es mit dem Christus, dass Christus wurde in Gefangenschaft geführt und er wurde gequält, gefoltert und er wurde auch war nur Haut und Knochen. Und dann sagte der Herr zu ihm: Steh auf, und Christus ist auferweckt. Dieses Leiden, Tod und Auferstehung Christi ist zusammen auch in dem Stammbaum, im Familienstammbaum Jesu Christus, was über 70 Jahre ging, 70 Jahre der Gefangenschaft und was dann zum Sieg führte. Das ist gerade jetzt ein Überblick dieser Situation. Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter mit unserem Text. Das ist dieser Teil des Textes, den ich schon erwähnt habe. David ist Christus und wir haben verstanden Salomon, Uria und dann Beersheba. Das Beersheba, das war der Brunnen des Eides, welches den Durst stillt, also der Brunnen des Eides, der den Durst stillt. Das Wasser stillt den Durst. Das ist Bathseba, also auch die Taufe, die Quelle der Taufe. Das kann auch durch die Quelle der Taufen verstanden werden. In dieser Taufe wird uns die Gabe des siebenförmigen Geistes gegeben. Gabe des siebenförmigen Geistes und dem Eid gegen den Teufel. Dem Teufel wird abgeschworen. In der Taufe empfangen wir die Gabe des siebenförmigen Geistes. Das ist Bathseba. Und während ich das sage, bekomme ich die Erkenntnis. Und diesen siebenförmigen Geistes kommt Salomon. Salomon. Verständnis, Weisheit und Erkenntnis. Das ist ein Punkt, das. Und Salomon ist Christus. Und Salomon bedeutet auch Friede. Nach den Worten des Apostels sagte er selbst ist unser Friede. Entsteht im Epheser Kapitel 2, Vers 14. Er selbst ist unser Friede. Dann kommt, von Salomon kommt sein Sohn, Rehabeam. Rehabeam bedeutet dumm. Hier kommt nun die gesamte, hier sehen wir auch den Niedergang. Das führt dann zu Babylon. Der Niedergang. Der Niedergang des Königreiches. Nach Salomon kommt Rehabeam. Der heilige Hieronymus sagt, die hebräische Bedeutung Rehabeam bedeutet die Dummheit des Glaubens. Dummheit. Im Buch der Könige war er ein dummer Mensch. Eine dumme Person. Ebenso auch beim Regieren.
Das können wir lesen im Buch Jesu Sirach. Hier steht 47, Vers 23. Buch Jesus Sirach, Kapitel Jesus Sirach, Kapitel 47, Vers 23. Is also known as Ecclesiasticus, chapter 43:25. In chapter 43, we see the kings, die Könige, the kings of Israel, and there you can find after Solomon what happened. Dort sehen wir, was nach Salomo passiert ist. 47:23. Salomon entschlief in Verzweiflung und hinterließ einen starkköpfigen Sohn. Reich an Torheit. Und arm an Einsicht. Das ist Rehabeam, der durch seinen Entschluss das Volk entzweite. Rehabeam. Die wörtliche Bedeutung von Rehabeam bedeutet, das Volk ist entzweit, das ist verteilt. Es wird gesagt, also begrenzt in der Weisheit, in der Erkenntnis, er hat kein Verständnis, was auch immer der Grund war, er hat nicht wie sein Vater Salomon gebetet. Aber es ist auch Gottes Plan oder nach seiner Vorsehung, dass der Niedergang des Reiches beginnt. Durch seine Politik, durch seinen Entschluss hat er sein Volk entzweit oder hat ihn rebelliert. Volk ging zu dem König und sagte, dass er das Gleiche tun, dass er barmherzige Dinge tut wie sein Großvater. David. aber er hat es komplett anders. Ihr müsst euch diesen Teil dann auch durchlesen. Und dann sehen wir, sein Anken ist ausgelöscht, er sündigt und verführte Israel zur Sünde. Er verschuldete Ephraims Fall und die Vertreibung aus ihrem Land. Hier sehen wir die Situation, dass alles zusammenbricht. Wir hören jetzt hier auf. In den nächsten Folgen werden wir den Stammbaum enden, denn die zwei Figuren, die wir jetzt behandelt haben, waren die wichtigsten. Und wenn dann der Stammbaum beendet ist, dann werden wir eine schönere Zeit beginnen mit der Erklärung der tatsächlichen Schrift. Lasst uns danach sehnen. Ich danke euch allen, die jetzt daran teilgenommen haben. Gott segne euch. Macht weiter, um Weisheit und Verständnis zu beten. Wir haben heute gelernt, Gott hat Salomon gefragt, was brauchst du? Unser Schlüsselwort war, alles, was ich habe, ist deins. Alles, was meins ist, ist deins. Das ist auch unser Schlüsselwort. Gott, was brauchst du? Und er fragte nur, gib mir Verständnis. Und Gott hat ihm nicht nur Weisheit, Verständnis und Erkenntnis gegeben, sondern auch alles andere. So lasst uns jetzt damit enden. Danke nochmal. Gott segne euch.